Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 2. So, ich habe mich jetzt hier nochmal ein bisschen umgeguckt und wie gesagt, Tesla-Rüstung, das war noch, achso, das ist ja eh unser Weg. Die Leute hier haben echt nichts Interessantes dabei. Also ein Supervieh-Sporn, Lasergewehr, ein Ripper, Flammenwerfer, Powerfaust, ein paar Stimpaks. Die Wachen haben Plasmapistolen stellenweise dabei. Also es ist jetzt echt nichts Spannendes und deswegen würde ich auch sagen, wir haben das hier mit zwei Trefferpunkten überlebt. Ich lade hier nochmal neu. Und pack mal meine Teamkameraden hier. Komm mal hier ein bisschen mit nach unten. Oder gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas versteckt? Nee. So, du musst hier warten, bis ich zurück bin. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Das wäre es erstmal. Lass Sulik, du du wollen. musst warten, bis ich zurück bin. Hier aussehen wie guter Ort. Na, findest du wirklich, dass es nach einem guten Ort ausschaut? K9, du musst warten, bis ich zurück bin. Das wäre es erstmal. Und Lenny, du musst warten, bis ich zurück bin. Das wäre es erstmal. So, dann nochmal Vorbereitung. Pistole in die Hand. Durchgeladen. In die Optionen. Kampfgeschwindigkeit maximal. Okay. Pistole auf gezielten Einzelschuss und dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Nein, ich versuche es jetzt nicht zu hacken. Ich probiere jetzt nichts Neues aus. Gezielter Schuss, CPU, gezielter Schuss, CPU. Das Ding ist kaputt. Wir haben die allgemeine Aufmerksamkeit. Und ich parke mich jetzt direkt vor der Tür. Dass es sich vor mir ein bisschen verstopft, dass niemand durch diese Tür durch kann. So, Zug beenden. Es mag immer noch niemand durch die Tür durchkommen, oder? Ne, bisher noch nicht. Und vielleicht holzen die sich dann gegenseitig auch ein bisschen ab. Also schießen sich in den Rücken oder machen sonstigen Blödsinn. Ich lade die Waffe durch und warte. Der erste schlägt mich auf jeden Fall schon mal von den Beinen. Okay. Dann hast du gewonnen. Und zwar Blindheit. 159 Schadenspunkte. Oh ja. In die Augen. In die Augen. Und die erste Wache geht down. Man kann die zweite Wache sich schon mal gleich hinten anstellen. Okay, der schubst mich hier erstmal ein bisschen rum. Na, musste keine Aktionspunkte dafür verwenden, um wieder aufzustehen. Das heißt, ich habe meine 8 Aktionspunkte übrig. Einmal verfehlt. Und da geht er zu Boden. Ich stelle mich erstmal hier hin. Der andere liegt am Boden. Eigentlich wollte ich auf den, der am Boden liegt.
Okay, der stirbt. Ich muss jetzt aber wieder einen Schritt nach vorne gehen, um die Tür weiter zu blockieren. Das heißt, kriegst erstmal einen schönen Schuss auf den Kopf und ich beende den Zug. Okay, so eine Vault-Bewohnerin. Wieso laufen hier Vault-Bewohner rum? In einem bunkerähnlichen Anzug. Interessant. Hier ist aber ganz schön grob zu mir. Ein Schuss auf den Kopf. Skalpiert. Und einen normalen Schuss auch noch so drauf. Das sollte eigentlich reichen. Und dann kann ich wieder ein Stück nach vorne gehen. Und dann dürfen sich gerne die nächsten anstellen, die auf die Mütze möchten. Ich könnte auf euch schießen. Dann kommt die nächste Enklavewache. Okay, leer geschossen. Ich lade nach. Und dann gibt's eins mit der großen Wumme. One-Shot. Nett. 234, 43, so rum. Ja, nachladen kann ich leider nicht mit dir. Ja, man musste halt echt ein bisschen in die Falle locken. Weil die kommen ja teilweise echt noch nicht mal dazu, mich großartig anzugreifen. Und wenn dann immer nur einer. 14 Trefferpunkte. Ich probiere es mal mit dem Kopf zur Abwechslung. Auch 14 Trefferpunkte. Augen. Weiter auf die Augen. Okay. Haben mir auf jeden Fall die Augen verkrüppelt. Einmal verfehlen, das ist auch mal drin. Der macht uns nicht wirklich Schaden. So. Dann stirbt er. Auf dich hatten wir schon mal geschossen. Okay. Ich lade meine Pistole nach. Und hoffentlich mit einem gezielten Schuss kann ich. Naja, schießen wir erstmal auf den Torso. Da ist der kritische Treffer nicht ganz so wichtig wie der Treffer generell. Weil wenn ich den nur mit 13% überhaupt treffe und dann noch nicht gewährleistet ist, dass ich einen schönen kritischen Treffer lande, dann ist das nämlich gar nichts wert. Schade, dass du erst jetzt kommst. Aber du benutzt Dimpacks wie blöd. Das heißt, wir haben dich auch schon an einem guten Punkt. So, Wahrnehmung von dir auf jeden Fall schon mal reduziert. Ein Trefferpunkt. Was? Das ist ja gar nichts, was du machst. Guck mal, du stirbst einfach. Das läuft doch schon mal deutlich entspannter. Okay, wieder so eine
vermeintliche Vault-Bewohnerin. Die sind ganz schön hartnäckig. So, der normale Einzelschuss. Tot. Und wie viel frisst du denn? Ich wollte mich schon wundern. Okay, ich glaube, ich kann mich hier langsam rauswagen. Oh, da gibt es noch ein paar Wissenschaftler. Und ich glaube, es ist doch echt die bessere Idee, sich hier alleine durchzuarbeiten. Okay, noch ein Enklave-Soldat. Lad mal die Pistole nach. Und dann ein schön gezielter Einzelschuss auf seinen Kopf. 24 Trefferpunkte, das ist okay. Aber die Roboter machen hier nichts. Das ist nett von den Robotern, dass die mich in Ruhe lassen. Ach so, ich war noch mal dran. Was das? Sind immer noch Leute aufgeschreckt? Sind immer noch Feinde in der Nähe? Das war toll. Das war super. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Okay. Ach ja. Solik. Du musst warten, bis ich zurück bin. So. Ich werde jetzt diesen Kampf hier auf jeden Fall nochmal machen. Du musst warten, bis ich zurück bin. Ja, genau, mach ein kleines Nickerchen, das ist okay. Wer keine Lust hat, sich dieses ganze Gekämpfe hier nochmal anzuschauen, der kann's. Also ich werde jetzt in dieser Folge noch den Kampf wiederholen. Bis zu dem Punkt, dass ich alle erledigt habe. Und dann würde ich in der nächsten Folge einsteigen. An dem Punkt einsteigen, an dem wir gestorben sind. Also, wie gesagt, ihr verpasst nichts, wenn ihr jetzt abschaltet. Aber ich möchte das auf jeden Fall wiederherstellen. Okay, Waffen durchgeladen. Und dann auf die CPU. Oh, das ging schnell. Lenny, was bist du noch der? Habe ich dich nicht... Okay. Lenny wollte noch daheim, wollte noch bei mir bleiben. Dann habe ich mich da anscheinend verklickt. Problem ist bloß, dass jetzt wahrscheinlich dieser Gang wieder geschwärmt wird ohne Ende. Hm.
Und das muss ich versuchen, von vornherein ein bisschen zu unterbinden. Mir prinzipiell noch möglich sein sollte, indem ich mich hierhin platziere und erstmal einen gezielten Schuss auf seine Augen oder ihre, so wie es sich anhört, mache. Jetzt stehe ich zwar mit dem Rücken zu den anderen da. Deinem Grab tanzen. Das, mein Freund, werden wir doch mal sehen. Erste Wache ist down. Und die zweite kriegt auch eine schöne Ladung ab. Lenny, nein! Da ist es gefährlich! Ja, gut, ich glaube, wir können uns hier auch schon mal von Lenny verabschieden. Vermutlich. Also so ein bisschen Feuerunterstützung ist ja schon echt angenehm. Komm mal her, Lenny. Wie, du rennst da raus. Lädt erstmal nach. Ich lad auch mal nach. Komm her, Lenny. Wenn ich dich schubs, also wenn ich dich aus dem Weg schieben will, dann gehst du noch weiter in den Raum rein. Ich weiß das doch. Ich bin um deine Sicherheit besorgt, Lenny. Danke. Dann macht es aber auch was spannend. So. In die Tür rein. Wir sehen dich da hinten. Schießen dir auf den Torso. Hey, du gehst zu Boden. Nicht schlecht. Einfache Schüsse mit dem Gewehr. Okay, haben ihn gut getroffen. Verwendet schon zwei Stimpaks. Ah, Lenny, das war ein schönes Human Shield. Jetzt kommen die Eisenmänner wieder. Haben wir den einen auf jeden Fall schon mal schön erledigt. Naja, vielleicht hätte das sogar in der Gruppe funktioniert, aber dadurch, dass Lenny ja auch schon einmal den Blödsinn gemacht hat und sich vorne hingestellt hat, gehe ich eigentlich fast davon aus, dass das mit der gesamten Gruppe noch um einiges stressiger geworden wäre. Aber mit Lenny alleine geht's tatsächlich. Ich hätte zwar ein besseres Gefühl, wenn ich da wirklich alleine stehen würde. Aber ich suche es mir gerade eben auch nicht wirklich aus. Ja, willkommen in der Schießbude.
So. Läuft doch. Auch wenn das eigentlich nicht der Weg ist, den ich generell vorhatte einzuschlagen. Aber wie gesagt, ich weiß echt keine Alternative. Okay, ich kann auf jeden Fall den Kampf beenden. Und damit würde ich sagen, soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.